Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Geheimakte 3, immer noch in Ninas Wunderland. Leider hat Nina noch nicht Level 10 erreicht, sie ist noch nicht auf der Stufe eines Traummeisters, denn sie schafft es einfach nicht, ihre Traumwelt nach ihrem Ebenbild zu formen oder Gegenstände und Menschen nach ihrer Macht zu manipulieren, was dafür sorgt, dass wir hier einfach unnötig Zeit vertrödeln. Aber was sein muss, muss sein. Wenigstens haben wir beim letzten Mal allen Lasir gefunden und jetzt müssen wir ihn da rausholen. Und wir werden jetzt ein bisschen was dazu in die Wege leiten. Ruhe jetzt. Mit der Wäscheleine kann ich mich weiter nach oben. Hier ist nichts brauchbar. Ein Schornstein. Gut, aber vielleicht können wir irgendwas runterwerfen, was ein bisschen für Ablenkung sorgt. Aber wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, das könnte der Weg sein, auf den wir nachher hinkommen. Ich klettere. So, und jetzt gehen wir noch hier hin. Ich habe gerade einfach schon mal ein bisschen geguckt, was man überhaupt machen kann an Möglichkeiten. Was das bringen soll, weiß ich nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ich will mich nicht zer... Mietz, Mietz. Sie macht keine Anstalten, in die Maske zu hüpfen. Ja, und das war nämlich auch schon alles, was ich ausprobieren konnte. Nun, vielleicht kann man an dem Fenster noch irgendetwas manipulieren. Genau, man kann den Filz kaputt machen. Jetzt ist ein schöner, großer... Verflixt. Hier drin wird's immer kälter. Ich mach mal Feuer. Ja, großartig. Ah, schwarzer Rauch. Also, der neue Papst ist noch nicht gewählt. Noch ist Zeit. Ja, vielleicht kann man ja jetzt... Ich komm... Oh, Nina, ehrlich jetzt... Mit der Wäscheleine kann ich... So, vielleicht kann man jetzt irgendetwas da reinschmeißen. Ansengen. Nee. Ich klettere wieder. Keine Chance. Erst sollte ich dafür sorgen, dass die Wachen von... Die Wachen haben... Ich sollte mich so... Ein Aschefach. Ich sollte ihn um... Gut, dann gucke ich noch einmal kurz, was man, ob man hier jetzt irgendwas Neues machen kann. Und ansonsten werde ich einmal selbst gucken müssen, wie das hier weitergeht. So. Denn jetzt habe ich die Schnauze voll. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich! Und jetzt geht es weiter. Ich hatte einen Schritt vergessen, den ich eigentlich schon gefunden hatte. Man kann die Mundspreize hier in dem Laden verwenden. Ich konnte die Klappe einmal sehen, ob ich einige Kräuter. So, und jetzt geht es wieder zurück. Aufs Dach. Mit der Wäsche. Getrockneter Lavendel. Das ist schwarzes Bilsenkraut. In etwa 130 Jahren wird ein Dichter namens Shakespeare das Stück Hamlet schreiben. Darin wird der Vater des Titelhelden damit vergiftet. Ich sollte lieber nicht so intensiv daran schnuppern, auch wenn ich mich in einem Traum befinde. Ja, denn wir wissen ja, was passiert, wenn der Geist stirbt in der Matrix, ne? Körper kann ohne Geist nicht leben. Das Getrocknete bin gespannt. Und wir wollen ja nicht, dass Nina auf einmal einen tragischen Flugzeugtod stirbt. Ich klettere. Ja, sie sind tot. Sehr gut. So, ach halt. Da habe ich doch glatt etwas vergessen. Ja, auf die Idee bin ich nicht gekommen, zugegeben. Ich klettere.
Man muss die Sachen wieder mitnehmen, aber wer kommt denn darauf? Dass man Sachen auch einfach wieder mitnehmen muss, um weiterzukommen. Ja, ihr seht's auch, oder? Den Schürhaken, ihr habt ihn gesehen. Ihr habt gesehen, wie sie wieder mal, genau wie im Auto, die Macht benutzt hat. Was habe ich gesagt? Und hier ist genau nichts. Ich muss ihm zur Flucht. Leider kann er mich. Gut, können wir hier irgendwas tun? Nein. Ja, da kann man Schnee drin sammeln. Ich nehme etwas. Mal gucken, ob wir von allen drei Schneestellen Schnee sammeln können, denn es gibt ja drei verschiedene Schneestellen. Nein, können wir nicht. Aber von Schnee wird er ja nicht wach. Muss man ja schmelzen. Hey! Hä? Okay, dann halt Salz. Funktioniert auch immer. Was? Willst du ihn Willst du es über einen Schornstein hängen oder was? Ich binde die. Versuchen wir es mal. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt wäre. Wie das jetzt funktionieren soll. Warte mal. Ach, da ist schon was da drin. Ich krieg das blanke Kotzen. Ich glätte. Breche es ab. Mal sehen, ob er davon wach wird. Was war das? Wieso ist die Tür auf? Bei Allah, was geht hier vor? Der Prophet scheint mir gnädig zu sein, also sollte ich die Gelegenheit nutzen. Denn die Welt gehört dem, der handelt. Jetzt müsste er mich direkt zum Käufer der Amphore führen, weil er sein Geld holen will. Ich darf nur den Anschluss nicht verlieren. Mist! Er ist mir entwischt. Der Kerl ist gerannt, als wäre der Leibhaftige hinter ihm her. Was soll ich nur tun? Die Chancen, An-Nazir zufällig zu finden, wenn ich blind einen der Ausgänge wähle, sind sehr gering. Ach, wenn ich doch nochmal von vorn... Wow! Dieser Traum ist echt merkwürdig. Anscheinend befinde ich mich jetzt wieder einige Augenblicke vor dem Start der missglückten Verfolgung des Händlers. Also schön, zweiter Versuch. Genau, und das ist ein Traum, in dem auch noch einmal die Zeit zurückgedreht wird. Ja, sicher, sicher. Also, Animation Arts bemüht sich ja eigentlich schon, in einer realen Welt zu spielen. Aber jetzt erklärt mir doch mal, Animation Arts, wie ihr diese Traumsequenz noch irgendwie als real verkaufen wollt. Da steht keine Straßenmusikanten nach Einbruch der Dunkel. Eine Farbe. Keine Straßenmusikanten. Ich habe ein Handy dabei und meine normalen Klamotten an. Vielleicht hat sich diese verrückten Klingeltöne, die... Naja, Klingeltöne, naja, da klingelt's doch. Selbst in diesem total verrückten Traum ist es unsinnig, jemanden anzurufen. Aber ich kann mit einem der Klingeltöne... Was soll das? Hast du das Schild nicht gelesen? Hier wollen Leute schlafen. Verschwinde! Igitt. Janina. Wart mut dat mut. Damit musst du rechnen. Wenn du Leute provozierst. Ja, was soll ich jetzt damit? Okay, gucken wir erstmal, was hier ist. Eine Sitzbank. Ich will mich nicht auf. Ist ja gut, nicht gleich so aggressiv. Mein Gott. Kann ich hier nicht ahnen, dass du so hyperaktiv auf einmal bist. Aber du warst nicht aktiv genug, um einen Typ hinterherzulaufen, der doppelt so schwer ist wie du. Was sagt das jetzt über dich? Kannst du mit dieser Schande noch leben? Na, nee. Okay, untereinander kombinieren. Ich leg was für... Ah ja, für die Katze. Ich weiß schon. Meine Güte, wir haben ja diesmal echt etwas viel im Inventar.
So viel, wie wir eigentlich bis jetzt noch nie hatten. So, dann tun wir jetzt erstmal das, was am... nun ja, am offensichtlichsten ist. Dem kannst du nicht widerstehen, Kleiner. Und Klappe zu. Und tot. Ja, genau. Weil die Katze nämlich auch da reinpasst, ne? Was will ich denn jetzt damit? Wenn ich die Katze jetzt... Okay. Ah, ja, vielleicht können wir... Ja, ja, ich habe so eine Ahnung, worauf das hinauslaufen soll. Noch weiß ich nicht durch... Und bevor ich das nicht herausgefunden habe, noch weiß ich... Alles klar. Wir müssen... Ach so, nee, wir müssen Al-Nazir irgendwie so einen Fisch anhängen. Und dann wird die Katze dem hinterherlaufen. So, und jetzt müsste es funktionieren. Ja, jetzt werde ich es nochmal... Hm? Was war das? Nein... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hab ich gesagt. Verdammt nochmal. Hoffentlich lässt mich der Geruch... Na, wo... Nein, der Haupteingang, wirklich. Was für ein Zufall. Anscheinend hat Al-Nazir die Fischabfälle in seiner Tasche gefunden und weggeworfen. Wenigstens beweist das, dass er tatsächlich hier entlang... Aber welchen der drei... Und täglich grüßt das Murmeltier. Solange ich meinem Ziel näher komme, soll mir das recht sein. Ich kenne ja nun zumindest... Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Noch mehr Fischabfälle? Es stinkt schon... Genau, friss das! Analysiert, auch wenn ich nicht... Ja, friss das, komm, und nochmal. Ihn jetzt wieder aufs... Ich muss erst noch dafür sorgen... Oh, Menschenskinder, du. Das ist ja unglaublich. Nina, geh jetzt! Was könnte ich hier... Ich weiß es nicht, aber lass mich einfach mal in Ruhe nachdenken. Hier ist eine Vertiefung im Boden. Diese Vertiefung... Jetzt muss ich nur ein... Einige Minuten später. Das Wasser ist gefroren und schon haben wir eine Spiegel... Okay, und jetzt? Ich bin nicht abergläubisch. Ich würde ohne weiteres an... Eine Leiter. Wirklich eine Leiter? Ach, so sieht das aus. Ist ja unglaublich. So, mal gucken, wie wir jetzt hier weitermachen können. Wir haben nicht viel, was wir noch tun können. Also ich schätze mal, dass es jetzt reicht. Wenn wir ihn jetzt aufwecken, aber probieren geht über Studieren, bevor wir jetzt hier wieder irgendwas vergessen. Nein, aber das sieht ganz gut aus. So, wir probieren es jetzt einfach mal. Wir probieren es jetzt noch einmal. Wenn ihnen das Fitness halt einfach nicht reicht, dann muss man halt zu Trick 47 greifen. So. Hä? Ach, da ist kein... Ach, nein. Oh nein. Warum musste sie auch das ganze Wasser ausschütten? Hat sie denn noch nie gelernt, schonend mit Ressourcen umzugehen? Sollte sie sich mal von den Leuten in Afrika was abschauen. Die wissen nämlich, wie man sparsam mit Ressourcen umgeht. Können manche Menschen einiges von lernen. Auf ein neues... Ruhe jetzt! Okay, und warum konnte sie ihm diesmal folgen, wegen des Eises? Hm. Überraschung. Al-Nazir ist durch einen der Durchgänge verschwunden und hat artig das Tor hin... Also schön,
Wiederholen wir das. Diesmal muss ich herausfinden, durch welches der drei Tore im Innen... Ich glaube, ich krieg die Krise. Also da kann mir doch keiner mehr erzählen, dass er das spannend findet. Jetzt wird es langsam wirklich einfach nur noch nervig und ätzend. Und das alles... Und das alles für eine Traumsequenz, die am Ende nicht mal wichtig ist. Ein Durchgang... Oh. Ein Durchgang... Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich will das jetzt eben noch fertig haben. Also das kann ich nicht mehr mit ansehen. Ich will jetzt hier nicht noch ewig rumhängen. Wir werden das in der Folge jetzt noch durchziehen. Egal, wie lange das dauert. So, cool. Hast du noch einen Nutzen? Nein. Na, das wird mir jetzt alles nicht helfen. Ich muss irgendwas anderes tun. Ob diese Leiter einen Sinn hat. Wir gehen nochmal zurück. Hier ist eine Vertiefung. Ich weiß doch schon, wohin An-Nazir gegangen ist. Ja, das ist jetzt in der Tat etwas komplexer als vorher, habe ich das Gefühl. Aber ich hoffe dafür, dass es dann auch eben der letzte Hindernisparcours, den wir hier überwinden müssen. Noch weiß ich nicht durch. Und bevor ich das... Oh, mir fällt gerade was ein. Nein, 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 nein! Da war doch noch das Aschefach. Ich nehme etwas. Das könnte jetzt auch hilfreich sein. Das können wir bestimmt davor ausschütten und eine Spur legen. Boah, wehe, wenn nicht. Ich wäre so traurig. Okay, ich... Einen Augenblick später. Warum eigentlich nicht zwei? Erledigt. Hat sie jetzt jedes Tor präpariert? Na, mal gucken. Wir werden es ja gleich wissen. So, neuer Versuch. Hoffentlich der letzte. Die Asche an den Toren müsste mir verraten, wohin... Okay, wenigstens haben sie es abgebrochen. Noch weiß ich nicht durch... Und bevor ich das nicht her... Hä? Noch weiß ich... Und bev... Hä? Noch weiß ich nicht... Und bevor ich das nicht herausgefunden... What? Was soll das denn jetzt heißen? Eindeutig. Du bist so dumm, Nina. Verflixt. Ich hatte gehofft, dass ich ihn diesmal nicht verlieren würde. Was soll's? Mir wird sicher wieder eine Lösung einfallen. Wie soll ich der Spur von An-Nazir nun folgen? Kann der geneigte Zuschauer verstehen, das Wasser, dass meine Laune gerade ziemlich am Boden ist? Nein. Beziehungsweise nicht wegen Traurigkeit, sondern dass ich gerade einfach nur noch frustriert und unglaublich sauer bin. Ich werde das über... Nun wird An-Nazir nach dem Überqueren der Brücke Fußspuren hinterlassen, die... Also sowas Einfallsloses ist mir ja schon lange nicht mehr untergekommen. Auch wenn Lost Horizon seine Länge hatte, sowas hat es auch nicht abgeliefert.
Der Schnee hinter... Perfekt. Anna, sie ist also nach rechts... Ihr seid am Leben. Mein Gold, schnell! Sie, Kapische, mein Meister hält sein Wort. Wartet hier. Bestell deinem Meister meinen Dank. Assalamu alaikum. Der Friede sei mit dir. Gehabt euch wohl. Die Amphore ist also in diesem Haus. Bin gespannt, wer hier wohnt und ein Interesse an altägyptischen Artefakten hat. Meister, was hat es mit dieser Amphore auf sich? Du musst nicht alles wissen, Dummkopf. Ich kam nicht umhin, einen Blick hineinzuwerfen. Sie enthielt eine Schriftrolle. Meister, was bedeuten all diese mir unbekannten Zeichen? Warum haben die Stadtwachen den arabischen Händler wegen dieser Amphore verhaftet? Mamma mia! Deine Neugierde wird dich irgendwann noch den Kopf kosten. Du bist hier, weil du jung bist und zwei gesunde Arme hast. Du kannst den Blasebalg bedienen und das Feuer schüren. Aber ich bin auch hier, um zu lernen. Bitte, so verratet mir doch, was auf dieser Schriftrolle steht. Sonst muss ich die Frage womöglich an jemand anderen richten. Imbecille! Halte deine Zunge im Zaum. Aber nun gut. In der Jugend kommen die Fragen, das Alter bringt die Antworten. Du kennst Archimedes? Vergib mir, Meister. Idiota! Wozu Antworten geben, deren Sinn dir verschlossen bleibt? Archimedes war ein großer griechischer Gelehrter. Was für ein mathematisches Problem! Verschwende nicht meine Zeit. Du würdest es eh nicht verstehen. Und wo ist die Schriftrolle jetzt? Oh, was für eine hervorragende Idee, es einem Tor wie dir zu verraten, dessen Zunge schneller ist als seine Füße. Unter der Folter der Stadtwachen würdest du singen wie ein Vögelchen. Die Schriftrolle ist hier in der Werkstatt sicher verwahrt. Ich muss verhindern, dass sein Wissen in die falschen Hände gerät. Meister, ich will euch nicht zu nahe treten, doch ihr seid recht zerstreut in letzter Zeit. Ihr erinnert euch vielleicht, wie ihr die Skizzen für euer letztes Gemälde gesucht habt. Ich bin ein Genie, da kann so etwas schon mal vorkommen. Aber weil ich ein Genie bin, notiere ich derlei Dinge seit diesem Vorfall und übergebe sie der Obhut meiner neuesten Konstruktion. Sprecht ihr vom Zylinder? Sie. Dort sind meine Niederschriften vor neugierigen Augen geschützt. Und ich muss mir nur noch ein Versteck merken. Wie ihr meint, Meister. Ah, hier ist das Buch, das ich suchte. Folge mir nach nebenan. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Sie, Meister Leonardo. Leonardo? Das gibt's doch nicht. Ich bin bei Leonardo da Vinci in der Werkstatt gelandet. Aber wie auch immer. Leonardo hält die Aufzeichnungen von Archimedes offenbar für so wichtig. Ich muss diesen Zylinder finden. Gut, also wir sind bei Leonardo da Vinci daheim gelandet. Jetzt können wir mal sehen, wie der Kerl so gelebt hat. Wie es bei dem daheim so zu Hause in Wirklichkeit aussah. Unabhängig von geschönten historischen Berichten. Das ist die ganze Wahrheit. Ja, also, lange Folge. Aber die Sequenz hatte dann doch mal endlich ein Ende. Und jetzt müssen wir nur noch diesen Zylinder finden. Und dann können wir endlich aus dem Traum in die Realität zurückkehren und mit den wichtigen Dingen des Lebens weitermachen. Aber das werden wir dann wirklich erst in der nächsten Folge machen. Denn diese war lang genug. Also beim nächsten Mal, Zylindersuche in Da Vincis Werkstatt. Wie immer, dranbleiben und bis zum nächsten Mal.